Willkommen zum nächsten Video. Wir schauen uns heute diesen Filter hier oben an, den VCF1. Ein Filter hat erstmal einen Eingang, an den ich ein Audiosignal anlegen kann. Hier ist er aufgeteilt auf 5 Regler, also wir haben sozusagen ein kleines Mischpult am Eingang des Filters, wo wir verschiedene Signale zusammenmischen können und diese Summe in den Filter leiten. Defaultmäßig ist hier aufgeschaltet der Ringmodulator, meine 3 VCOs und eine Rauschquelle. Wo es einen Eingang gibt, gibt es natürlich auch einen Ausgang. An dem Ausgang ist eine kleine Leuchtdiode, die wie üblich ein Clipping anzeigt. So, wir haben ein paar Schieberegler, nämlich einmal hier oben. Dort legen wir die Eckfrequenz des Filters fest, manchmal auch Cutting Frequency genannt. Und da es ein Voltage Controlled, also spannungsgesteuerter Filter ist, haben wir hier unten Anschlussbuchsen, wo wir die Filterfrequenz, also genauer gesagt die Eckfrequenz meines Filters über Steuerspannung beeinflussen können. Es liegt hier standardmäßig die Keyboard-Steuerspannung drauf, der ADSR und der VCO2. Wir haben hier einen Tiefpassfilter, genauer gesagt sogar zwei, denn ich kann zwischen zwei verschiedenen Modulen umschalten. Typ 1 ist das 4023 Modul von ARP, ein 12 dB Tiefpassfilter. Und Typ 2 ist das 4072 Modul von ARP, ein 24 dB Tiefpassfilter. Das ist auch der Filter, der original im 26er vorhanden war. Hier oben gelb dargestellt, sehen wir jetzt unser Eingangssignal. Das hole ich mir von VCO2. Und blau ist das Ausgangssignal an meinem Filter. Da hier defaultmäßig VCO2 schon aufgepatcht ist, kann ich jetzt die Amplitude einfach langsam erhöhen. Und ich erkenne, dass Eingangs- und Ausgangssignal annähernd identisch ist. Das ist klar, denn ich habe die Resonanz auf 0 stehen und meine Filterfrequenz auf Maximum. So, ganz kurz einen Ausflug in die Theorie. Mein Rechtecksignal besteht ja aus meiner Grundfrequenz, also einer Sinusschwingung, und den ganzen ungeraden ganzzahligen Vielfachen davon. Vereinfacht gesprochen, dieses Signal hat ganz viele Oberwellen. Da wir jetzt hier einen Tiefpassfilter haben, können wir natürlich durch Veränderung der Eckfrequenz diese Oberwellen abschneiden. Wenn ich die Oberwellen abschneide, verändert sich dadurch mein Ausgangssignal, das heißt mein Sinus. Sehen und hören wir uns das Ganze mal an. Mein Rechtecksignal mit offener Frequenz und ich gehe langsam mal runter. Ich sehe, dass meine Flanken steiler werden. Wenn meine Eckfrequenz ungefähr meiner eingestellten Frequenz entspricht, bleibt nur noch meine Grundschwingung, das Sinussignal, übrig. Und wenn meine Eckfrequenz unterhalb meiner Grundfrequenz liegt, kommt gar nichts mehr durch, denn darunter ist nichts vorhanden. So, schauen wir mal, was der Resonanzregler macht. Resonanz ist technisch gesehen die Rückkopplung meines Ausgangssignals wieder zum Eingang. Und wenn meine Rückkopplung groß genug ist, schaffe ich es sogar, dass ich den Filter hier in eine Eigenschwingung versetzen kann. Schauen wir uns als erstes mal mein Signal ohne Resonanz an. Ich sehe die abgeflachten Kurven. Und wenn ich jetzt meine Resonanz erhöhe, sehe ich als erstes, dass mein anliegendes Signal in der Amplitude kleiner wird. Und zweitens, dass ich hier solche Überschwinger kriege. Und zwar in einer Frequenz, wie ich sie hier oben in der Eckfrequenz eingestellt habe. Je mehr ich die Resonanz erhöhe, desto größer werden die Schwingungen, die in der Frequenz meiner Eckfrequenz entsprechen, und desto kleiner wird mein eigentliches Nutzsignal. Bei Maximum ist dieses fast gar nicht mehr zu hören und ich habe hier nur noch die Schwingungen meines Filters. Wenn ich kein Signal anlege, also alle Regler unten sind, und ich gehe mit der Resonanz ziemlich auf Maximum, sehe ich hier die Eigenschwingung meines Filters und ich kann den in der Frequenz verändern.
schauen wir uns nochmal das Filtertracking an. Es gibt hier unten eine Buchse, da steht Keyboard CV. Das heißt, meine Keyboard-Spannung liegt direkt an dem Kontrolleingang des Filters. Das heißt, abhängig welchen Ton ich spiele, ändert sich auch meine Eckfrequenz. Also spiele ich einen Ton ganz weit unten, ist meine Eckfrequenz hier. Gehe ich mit dem Ton 1, 2, 3 Oktaven weiter höher, wird meine Eckfrequenz automatisch nach oben erhöht. Was bedeutet das? Schauen wir uns mal diese Kurve hier an. Mein Rechtecksignal. Die Resonanz habe ich jetzt mal so eingestellt, dass wir 1, 2 Überschwinger kriegen und die Eckfrequenz, so dass sie hier jetzt mal ungefähr die Hälfte von meinem Signal lang ist. Das ist der tiefste Ton. Ich gehe jetzt mal eine Oktave höher. Ihr seht, das Verhältnis ist genau gleich, ungefähr 50%. Ich habe meine zwei Überschwinger und wenn ich zwei Oktaven höher gehe, sieht das genauso aus. Das heißt, meine Eckfrequenz im Filter steht immer im gleichen Verhältnis zu meinem gespielten Ton. Das heißt, ich habe immer den gleichen Klang, weil die gleiche Anzahl an Oberwellen abgeschnitten wird. Wenn ich jetzt diese Verbindung auftrenne, das heißt, ich trenne das Tracking, ich muss hier nichts anschließen, nur ein Kabel einstecken, beim untersten Ton 0 Volt, sieht das Ganze hier genauso aus. Ich gehe jetzt mal eine halbe Oktave höher. Da sehen wir schon, der Ton wird höher, aber hier an den beiden Überschwingern ändert sich nichts. Eine Oktave, die bleiben genau auf der gleichen Eckfrequenz stehen, aber mein Verhältnis hier verändert sich und wenn ich zwei Oktaven höher gehe, sieht es schon ganz anders aus. So. Dadurch, dass ich also meine Eckfrequenz nicht nachziehe, verändert sich auch der Klang in Abhängigkeit des gespielten Tones. Also je höher ich komme, desto stärker greift der Filter ein. Bis jetzt waren unsere Einstellungen statisch. Das heißt, ich habe die Frequenz mit dem Regler eingestellt oder hier die Resonanz. Interessant wird das Ganze natürlich, wenn ich einen Filter moduliere. Wenn ich also über diese Steuereingänge meine Eckfrequenz verändere. So, also ich meine, jeder kennt, glaube ich, dieses Signal, wenn so ein Filter langsam mal aufgeht und durchläuft. Also jetzt hier schön einmal von der Grundwelle mit Resonanzfilter auf und wieder zu. Jetzt will ich das Ganze vielleicht automatisch machen. Also könnte ich hergehen und nutze hier meinen ADSR. Ich mache das jetzt mal ein bisschen übertrieben auf Maximum. Und jedes Mal, wenn ich eine Taste an meinem Keyboard spiele, startet mein ADSR und moduliert mir quasi meine Filterfrequenz. Ich kann natürlich zur Modulation nicht nur Hüllkurven verwenden, sondern beispielsweise auch Oszillatoren. Also ich habe jetzt hier mal mein Dreiecksignal als Alternative angelegt. So, ziehen wir das in der Eckfrequenz mal ein bisschen runter und geben etwas Resonanz dazu. Wir sehen schön, wie hier die Resonanz mit reinkommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Vibrato oder Tremolo drauf haben will, kann ich das natürlich so machen. Ich kann aber auch einfach ein LFO nutzen. Und das dann vielleicht noch in Kombination mit etwas ADSR. Ich bin natürlich bei der Modulation meines Filters nicht beschränkt auf ADSR und auf LFO-Signale, sondern ich kann hier jede beliebige Signalquelle anschließen, die mir mein Synthesizer hergibt. Gerade auch den VCO kann ich im normalen Audiobetrieb nehmen. Ich habe jetzt VCO 2 so eingestellt, dass er 2 oder 3 Oktaven tiefer ist, aber eine ganz leichte Schwebung hat. So, hören wir erstmal. Nur
nur mein VCO3 hier mit etwas Filter, etwas Resonanz. Klingt ganz hübsch, ist aber nichts Besonderes. Und jetzt moduliere ich hier mal mit meinem VCO2. Schön meine Schwebung, die ich einstellen kann. Und das Ganze ist quasi wie eine Frequenzmodulation zwischen zwei Oszillatoren. So moduliere ich jetzt mit der Frequenz die Eckfrequenz meines Filters. So, sicherlich kam schon die Frage auf, warum liegt jetzt auch noch das Rauschen auf dem Filter? Ja, weil ich damit ganz viele tolle Effekte machen kann. Ich habe jetzt mal mittlere Filterfrequenz, mittlere Resonanz eingestellt, habe jetzt hier zwei LFOs laufen mit unterschiedlicher Frequenz und nehme jetzt einfach mal das Rauschen hinzu. Mal die Windstärke etwas anpassen. Noch ein kleines Beispiel zum Filter. Ich verwende die interne Glock, um meinen ADSR zu starten. Mein ADSR geht auf die Modulation hier vom Filter. Den Filter habe ich relativ weit zugemacht, dass nichts durchkommt und mittlere Resonanz. Als erstes führe ich VCO1 hinzu, den ich auf eine ziemlich tiefe Frequenz gestellt habe. Lass den erstmal durchlaufen. Dann kommt noch das Rauschen hinzu.